sozusagen das Gemüse gewaschen. Da haben wir letztes Jahr auch ein bisschen investiert in Edelstahltische in der U-Form, dass man quasi so, wenn das Gemüse hier vom Feld kommt, wird es hier hingestellt. Jetzt Möhrenbunde zum Beispiel und mit der Wasser ist gerade in Benutzung, aber mit dieser Der auch von Steigen. TerraTech, die ist echt super. Ja, es gibt nichts Besseres, glaube ich. Wird das dann gesäubert? Und ne, hier kommen das Erntegut, dann wird es einmal sauber gemacht und dann wird es hier verpackt, in Kisten gepackt und dann kommt es hier ins Lager. Das ist, glaube ich, ein bisschen unordentlich gerade. Genau, da hinten haben wir einfach so einen Coolbot. Wir haben noch ein zweites Lager. Der ist jetzt bei 4 Grad. Das geht halt schnell bei dieser Rolltour, beim Rolltor, dass das hochgeht. Aber das Coolbot mit einer Klimaanlage funktioniert aber nur mit LG Klimaanlagen. Okay, also ihr habt wirklich diese Selbstbauvariante. Ja, und das ist gut. Also Strom ist relativ okay, in Ordnung, ne? Und das funktioniert sehr gut. Und dadurch, also anfangs hatten wir gar keine Kühlung und das macht sich jetzt schon bemerkbar auch. Ne? Dadurch können wir die Sachen richtig schön runterkühlen und sind dann, wenn wir sie nach Flensburg fahren, auch sehr frisch quasi. Ne? Genau, hier, das ist einfach so ein Basseng. Tauchbecken haben wir in alter Kuh-Milchtank, worin wir dann die Dinger waschen. Wir haben auch so einen Bubbler, allerdings fehlt uns noch das ganze Rohr, der ganze Rohrkram. Und das ist so eine Salatschleuder. Ne? Aha. Mit ganz, so ein bisschen oldschool, aber die funktioniert sehr gut. Also es ist wirklich als Salatschleuder Genau, das ursprünglich gebaut, ne? habe ich über eBay gekauft und kann ich auch mal kurz anmachen. Hier haben wir jetzt, also mit Schnittsalaten versuchen wir uns gerade so ein bisschen, versuchen wir mehr zu machen für unsere Solawi. Also wir liefern ja hauptsächlich an die Solawi, ist das jetzt nicht, na so viel ist das nicht. Aber man könnte sich da schon ein bisschen drauf spezialisieren. Und ich habe mich damit eine Weile beschäftigt, ob man da irgendwie Waschmaschinen umbauen kann, aber das funktioniert hier oben. Also in Amerika geht das, aber hier nicht. Du meinst zum einen, weil wir diese Toplader nicht wirklich haben, oder? Und war auch rechtlich und Geschichten, oder warum funktioniert es nicht? Ja, genau. Also es gibt hier schon so irgendwie sowas in die Richtung, aber ja, ist schwierig, genau.